Rheinsberg. Eine der Besonderheiten ist, dass diese Sonderfahrt auf stillgelegten Streckengleisen erfolgt. Der Lokführer, Triebfahrzeugführer muss, so wie hier, die Signale, das Andreaskreuz, selber auf Rot stellen. Zweimal auf dieser Fahrt wird das passieren. Ansonsten wünschen wir eine angenehme Fahrt. Auf der linken Seite ist auch mal ein Storchennest zu sehen.